Mein Name ist Rudolf Kurz, ich bin Leiter des RheinLab. RheinLab ist die Innovationsplattform der Raiffeisen-Gruppe. Uns gibt es jetzt seit gut 12 Monaten. Wir kümmern uns in der Gruppe für alle Innovationsthemen, die 12 Monate und darüber hinaus sind. Und vor allem für Innovationsthemen, die absolut bankfremd sind. Also wirklich aus Teilen herauskommen, die vielleicht unsere Kunden mit uns treiben wollen oder einzelne Mitarbeiter Ideen entwickeln haben. Und wir sind ein Team von 10 Leuten. Und beschäftige im Moment etwa 15 Projekte, die wir treiben. Ich habe ein ganz normales KV gemacht. Ich bin jetzt seit 26 Jahren in der Raiffeisen-Gruppe tätig, mit zwei Unterbrüchen. Ich war zwischendrin mit zwei grossen IT-Herstellern. Einmal hier in der Schweiz und einmal in den USA. Um einmal die Gegenseite noch ein bisschen kennenzulernen, habe ich die letzten 10 Jahre vor allem Grossprojekte bei Raiffeisen geleitet, wie eine Einführung von einer neuen Zahlungsverkehrsplattform etc. Und bin jetzt seit gut anderthalb Jahren für das Thema Innovation verantwortlich beim Dr. Giesel und habe mich darum gekümmert, dass wir das RheinLab starten und durfte dann auch die Leitung übernehmen. Wir sind natürlich immer wieder von Fintech-Unternehmen angefragt worden. Das ist natürlich, einmal ist es über das Marketing reingekommen, einmal über irgendeine Business-Einheit, einmal in der IT. Es war sehr unkoordiniert. Wir als Raiffeisen hatten auch irgendwie keinen Plan gehabt, wie gehen wir mit einer Fintech-Unternehmung um. Ich meine, wir sind uns gewöhnt, mit grossen Beratungsunternehmen zusammenzuarbeiten, mit grossen IT-Unternehmen, mit etablierten Dienstleistern. Und dann kommt eine Start-up-Firma daher, irgendwie zwei, die haben eine bahnbrechende Idee nach ihrer Meinung, haben irgendeinen wunderbaren Businessplan gemalt, weil wir ihnen gesagt haben, das sei ganz wichtig, dass sie das haben müssen. Und dann stehen sie da bei uns vor der Tür und sagen, hey, wir haben etwas für euch. Das hat meistens dazu geführt, dass eher desaströse Meetings waren. Weil wir natürlich klassisch hinterfragt haben, ja, wie sieht das Produkt aus? Können wir das Produkt anschauen? Und sehr oft sind die natürlich noch nicht einmal wirklich bei einem Most Viable Product gewesen, oder? Und darum hat man sich auch überlegt, wir müssen eine Einheit haben, die mit solchen Leuten umgehen kann. Und als wir dann das Team gegründet haben, haben wir auch darauf geschaut, dass wir Leute nehmen, die nicht aus dem klassischen Banking kommen. Ich bin der Einzige in unserem Team, der einen Banking-Background hat. Alle anderen kommen aus komplett anderen Ecken, aus der Medienbranche. Es sind Physiker, haben wir drin, wir haben einen Anwalt drin. Wir haben jemanden, der aus der Kunstbranche kommt. Wir haben jemanden, der aus dem NGO-Bereich rauskommt. Also wirklich möglichst breit, sodass wir das auch ganz anders anschauen. Und auch Leute, die schon mal Start-ups selber gemacht haben, also selber die Erfahrung gemacht haben. Ich habe eine Idee, ich gründe ein Unternehmen. Und so arbeiten wir auch mit den Fintechs heute zusammen, dass wir eigentlich uns auf ihr Niveau begeben vom Start-up-Unternehmen und eigentlich ihre Idee challengen und nicht ihre Unternehmung, weil für das ist es bei den meisten noch viel zu früh. Wir kümmern uns also sehr breit über Themen, sehr technologische Themen, bis zu zum Teil auch soziale Themen, wo wir uns auseinandersetzen. Wir werden uns auch überlegen, wie verändert sich das soziale Umfeld für eine Bank in den nächsten 15 Jahren? Da haben wir jetzt gerade das Projekt, das wir starten. Einfach zum Überlegen, sind wir denn noch am richtigen Ort als Bank in dieser veränderten Welt? Oder ist es halt wirklich so, und das zeigen ja manchmal Fintechs auch, dass wir völlig falsch aufgestellt sind für die Zukunft? Also wir müssen anders denken lernen. Dass wir vielleicht auch uns bewusst sein, dass wir nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal haben. Wir sind die Einzigen, die bei Geld rauskommen. Dass das halt heute auch die Intelligenz von Lösungen im Internet rein sukzessive substanziert wird und wir so damit eigentlich überflüssig sind. Und das müssen wir natürlich verhindern versuchen. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns extrem stark mit uns selber beschäftigen. Wir haben im Moment einen grossen IT-Plattformwechsel laufen. Das bindet extrem viele Ressourcen. Das führt dazu, dass Innovation richtiggehend kannibalisiert wird. Wir müssen jetzt alle Ressourcen für das haben und nicht für Innovation. Und gleichzeitig spüren wir draussen, wie viele Fintechs das existieren. Oder? Man sieht Verbände entstehen in der Schweiz, die schnell 70 Mitglieder haben und Reports über, wo hunderte von Firmen drinstehen. Völlig unabhängig davon, ob die erfolgreich sind oder nicht. Aber anscheinend ist die Welt in einer Aufbruchsstimmung. Und jetzt können wir als Raiffeisen aus dieser Aufbruchsstimmung nicht verschliessen. Das haben wir früher einmal probiert zu machen. Wir haben immer gesagt, wir müssen nicht First Mover sein. In der Zwischenzeit ist aber die Geschwindigkeit von den Elementen so schnell, dass eben der Follower erst kann followen, wenn andere schon wieder in einem First Move drin sind. Oder? Und das führt dazu, dass wir auch schneller werden. Und wenn wir nur schneller werden im Ausschlussverfahren, was uns nicht beschäftigen sollte, damit wir die Ressourcen freihalten können. Aber wir müssen als Organisation eine Welt von zwei Geschwindigkeiten können managen. Eine gewisse Trägegeschwindigkeit innerhalb des Konzerns, um die Stabilität gewährleisten. Aber nach außen müssen wir viel effizienter und viel schneller werden. Insbesondere jetzt auch mit diesen Fintech-Unternehmen oder mit anderen Tech-Unternehmen. Es ist eben nicht nur immer Fintech. Oder? Wir haben einfach gesehen, was im Markt draussen passiert. Oder?
Und es ist natürlich dann schon frustrierend als grosse Bank, wenn dann du musst in allen Berichten lesen, die Landeskantonalbank sei die innovativste und digitalste Bank der Schweiz. Und ich muss denen wirklich ein Kränzchen winden. Was die gemacht haben, war einfach genial. Sie hatten den Mumm. Wir probieren jetzt einfach irgendetwas, machen es mit den einfachsten Mitteln, die wir haben, und schauen, was passiert. Und der Erfolg ist natürlich bei uns, insbesondere einer Geschäftsleitung, sehr überraschend gewesen. Dass man mit so einfachen Mitteln etwas erreichen kann, was wir immer mega kompliziert machen. Und mega 7000 Abklärungen und 7000 Kontrollen einbauen, mit dem Resultat, dass wir einfach nie fertig werden. Oder dass es dann so kompliziert ist, dass es für den Kunden nicht wirklich interessant ist. Ja, man hat einfach gemerkt, anscheinend gibt es kleinere Banken, die einfach davor rennen können. Wir haben uns immer fokussiert auf die grossen zwei und vielleicht noch auf ein, zwei grosse Kantonalbanken. Dabei sind das genauso Supertanker wie wir, die zwar unheimlich viel bewegen können, aber nur ganz langsam. Einen Bremsweg haben, der ewig ist, und auch einen Start-up-Weg haben, der ewig ist. Und jetzt haben wir gesehen, dass kleine Einheiten anscheinend das schneller können. Und das war der Grund, warum wir das LionLab gegründet haben. Das war der Grund, warum wir uns direkt dem CEO unterstellt haben, sodass wir keine Restriktionen im Konzern unterlegen und wir heute eigentlich können als vogelfreie Nerds unterwegs sein. Was natürlich ab und zu Knatsch führt im Unternehmen rein, aber umgekehrt auch die Unternehmung zumindest in die Diskussion hineinbringt, wie wir ein Thema aufbringen. Und wir das Thema natürlich dann auch forcieren und manchmal auch ein bisschen provokant sind. Und uns auch nicht zurückbringen lassen, wie man uns Nein sagt. Wir haben viele Themen, wo wir schon zwei oder drei Mal Nein gesehen haben, und wir sind immer noch voll dran, wenn wir sagen und daran glauben, das ist ein Thema, das uns in der Zukunft beschäftigt. Wir müssen aufhören, dass jede Einzelbank in der Schweiz ihnen das Gleiche nochmal macht. Das schönste Beispiel ist für mich die Videoidentifikation. In der Zwischenzeit gibt es etwa 8 verschiedene Lösungen im Markt. Jede ist etwas anders. Aber eigentlich lösen jetzt alle genau das gleiche Problem. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hätte der Staat das Problem müssen lösen für uns. Und nicht wir als Banken. Individuell dann schon gar nicht. Und wir müssen wieder lernen als Banken, dass es gewisse Themen gibt, die infrastrukturellen Charakter haben, die wir zusammen machen müssen. Wie eine Authentisierung von einem Kunden. Weil es ist ja auch blöd für den Kunden, wenn er bei uns kommt, wird, macht er das. Dann wird er wieder zur Ecke kommen, muss er es nochmal machen. Wird er bei der UBS kommen, muss er es nochmal machen. Also muss er es jedes Mal machen, kann es nie wiederverwenden. Das ist auch für den Kunden völlig unbefriedigend. Oder? Und in der Zukunft, gerade aus dem Fintech-Bereich, kommt genau der Anspruch, ich will können aus einem Guss aus alle meine finanziellen Aktivitäten können managen. Also alle meine Konten im Zugriff haben. Und da gibt es Lösungen auf dem Markt aus. Und woran scheitert es? Dass bei jeder Bank ein unterschiedlicher Autorisierungsprozess im Prozess ist, was mich extrem mühsam macht. Und zum Teil Banken schon fast probieren, verhindern zu sein bei diesen Zugriff, dass die Fintech-Unternehmen das nicht können machen. Und da müssen wir umdenken lernen. Wir müssen völlig wieder umdenken lernen. Wir müssen uns ja zurückbesinnen, wie stark dass wir waren, dank solchen Kooperationen. Dass wir in der Schweiz heute einen Zahlungsverkehr haben, der im Ausland alle sich freuen würden, wenn es nur die Hälfte von der Funktionalität und von der Effektivität hätte. Wie haben wir das geschafft? Indem wir alle zusammen geschafft haben im SIG. Das Gleiche mit der Börse in der Schweiz. Eine komplette Kette aufbauen zwischen Geld und Wertpapier. Haben nur wir in der Schweiz als Bankenplatz gemacht. Und ich glaube, wir müssen uns auch wieder darauf fokussieren, dass wir als Bankenplatz etwas machen und nicht jede Einzelbank selber. Weil andere Bankenplätze sind viel effizienter, wenn wir nach Singapur schauen oder andere asiatische Märkte. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, die wir wahrnehmen müssen. Und helfen uns die Fintechs dabei. Sind die Fintechs nicht jemand, der disruptiv ist? Weil die Disruption, die Fintechs kennt, ist vorbei. Das haben auch die Fintechs gemerkt, dass das nicht funktioniert. Dass sie nicht in der Lage sind, 0, plötzlich gegen alle grossen Banken von dieser Welt anzutreten und dann das Geschäft wegzunehmen können. Dazu fehlt eine Kapitalkraft. Dazu haben sie gemerkt, dass sie auch irgendwann auf einen Regulator treffen. Weil früher oder später kommt er, sobald man eine gewisse Größe hat. Und dass sie dann Hilfe brauchen und eigentlich nur in einem kooperativen Modell mit den Banken können funktionieren können. Ich glaube, das war immer die Stärke der Schweiz, dass man sehr viele Branchen sehr gut immer wieder zusammen geschafft hat. Und so eigentlich die Schweiz als Arbeitsstandort und die Schweiz als Know-how-Standort pushen. Und meine, schlussendlich haben wir eine super Universität in der Schweiz. Und wir sollten vielleicht schauen, dass nicht alle zu Google gehen. Oder? Dass man vielleicht auch mal etwas davon hat. Die Schweiz ist kulturell sehr offen, auch wenn wir manchmal politische Diskussionen haben, die ganz anders liegen. Aber grundsätzlich gibt es kaum ein kulturoffenes Land in Europa wie die Schweiz.
Das ist vielleicht nur England, das so offen ist. Aber unsere Nachbarstaaten sind das überhaupt nicht. Das ist ja unsere Chance. Oder? Auch durch unsere Vielsprachigkeit und Kulturvielfalt, die wir selber haben als Land, sind wir uns ja gewohnt, in Teams zusammen zu arbeiten, wo halt ein Französisch, der andere Englisch als Muttersprache und einer Spanisch und Italienisch oder irgendein Japaner drin ist, der eine Sprache hat, die uns komplett fremd ist. Aber wir können uns zusammenfinden. Wir sind uns ja gewohnt, andere Kulturen zu akzeptieren. Oder? Ich meine, wir wissen, wie gross der Kulturunterschied zwischen der deutschen Schweiz und Deutschland und am Tessin sind. Oder? Und genau so sind wir. Und das ist eine Chance, die wir nutzen müssen. Und diese Chance hilft uns. Und da ist vielleicht auch die politische Diskussion anders zu führen. Oder? Wir müssen unseren Werkplatz schützen. Und dazu brauchen wir Migration von Know-how und von Kultur. Weil wir können unsere Dienstleistungen und Produkte nicht nur in der Schweiz verkaufen. Wir sind immer ein Exportland gewesen. Und damit müssen wir uns mit den Kulturen auseinandersetzen, auf die wir treffen. Und da müssen wir wieder viel mehr daran denken. Wir merken, dass wieder das Business wieder einen anderen Punkt überkommt. Oder? Wir merken es bei unseren grossen Kollegen, dass sie wieder Schweizer Einheiten gegründet haben oder am Gründen sind. Man merkt auch die anderen, dass man sich zurückbesinnt auf den Schweizer Markt als Produktions- und vor allem als Know-how-Standard. Auch die anderen internationalen Firmen. Und man merkt natürlich auch, dass die lokalen Player, also die nationalen Player, anfangen, sich wieder anders zu positionieren und sich hinter dieser globalisierten Welt nicht mehr verstecken, wo alle nur von Globalisierung reden. Zählen wir uns auch dazu. Wir sind eine Schweizer Bank und bleiben eine Schweizer Bank, aber auch unsere Kollegen von den grossen Retailern wie Coop oder Migros, dass wir uns dort wieder Brust raus anders anstehen und sagen, hey, wir sind auch jemand. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt die ganze Welt erobern. Es geht nur darum, dass wir unsere Heimat schützen können und in dieser Heimat funktionieren können. Und dann können die Welt mit super Dienstleistungen und mit super Sachen können versorgen und so wieder zu einem Standard werden, wo wir mal waren in der Vergangenheit und in den letzten paar Jahren schleifen lassen. Digitalisierung ist ja nicht nur etwas, was uns Banken beschäftigt. Es beschäftigt auch sogar einen klassischen Retailer, der sonst eigentlich alles im Gestell hat. Beschäftigt Digitalisierung mindestens so stark wie uns. Auch die Pharmaindustrie, das ganze Gesundheitswesen ist davon betroffen. Also eigentlich geht das durch alle Schichten durch. Und was wir in der Schweiz machen müssen, ist, wir müssen das runterbringen bis an unsere KMU-Strukturen. Weil unser Standort besteht aus KMU-Strukturen primär. Wir als Raiffeisen, wir haben so eine Subkultur in Anführungszeichen durch unsere Raiffeisenbanken, weil das sind auch KMUs. Oder? Und auch das wollen wir fördern. Oder? Und auch dort sind wir in Interaktion. Wir machen das zum Beispiel mit Momentum Ost, das ist von der Fachhochschule St. Gallen mit und haben das auch gesponsort, um KMUs mal zu aktivieren. Wie könnte man Digitalisierung auch übergreifend zwischen Branchen in den KMUs aktivieren? Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen das durch die ganze Schweiz durchbringen. Es ist nicht nur ein Fintech-Thema, wo sich irgendwie 5 oder 6 grosse Banken darum kümmern, sondern es ist ein Thema für unser Land. Oder? Weil wir sind ein Know-how-Standard. Wir haben zwei von den besten Hochschulen im technischen Bereich. Wir haben super Universitäten da drin. Plus unser duales System ist eigentlich super, um das zu machen. Oder? Weil auch dort können wir extrem viel daraus ziehen. Das sehen wir auch, wie sich Leute aufentwickeln, die Chance haben, in diesen Bereich reinzuwechseln. Und Tech nicht nur ein grosses Unithema ist und ich muss einen Doktortitel haben. Das darf es nicht sein, weil dann ist es wieder so ein elitäres Thema. Sondern es muss ein Grundthema werden und Digitalisierung ist essentiell. Und das geht weit, auch in die Schulen hinein. Die Jungen heute bedienen können alles. Aber das Verständnis, wie kann ich mit dem einen Mehrwert schaffen, dort müssen wir ihnen helfen. Wie kann das Basis sein für meine zukünftige Ausbildung, für meine zukünftige Arbeitstätigkeit, für mein normales tägliches Leben in die Zukunft? Und da müssen wir viel früher anfangen. Das ist der Sport, wenn man erst auf einer universitären Ebene anfängt. Das muss früher passieren. Und auch hier engagieren wir uns im Moment. Wir sind im Moment dran, zusammen mit den IT-Herstellern in der Schweiz zu diskutieren, wie wir Produkte bauen können. Oder Produkte, die es im Ausland schon gibt, weil dort ist man zum Teil weiter in die Schweiz können lancieren. Und da werden wir uns auch dementsprechend engagieren. Sicher gibt es Hürden. Aber ich habe eines gelernt, man muss Hürden einfach ignorieren. Man muss einer gewissen Ignoranz gegenübergeben, sei die Hürde bei uns hier im Betrieb, bei Raiffeisen, sei es eine Hürde, die wir in einem Verband haben oder auch in einer Bankiervereinigung drin haben. Manchmal muss man einfach sagen, ja gut, wenn ihr eine Hürde dort anstellt, stellt sie an, ich laufe drum und gehe weiter. Und das muss man auch mit gegenüber dem Staat machen. Meine Diskussion, der Regulator verhindert alles. Das ist auch so eine Grundhaltung, die ein bisschen Einzug hat. Das ist einfach nicht wahr. Wir den Regulator als Ausrede benutzen. Entschuldigung, bei vielen Themen. Wir benutzen auch den Staat als Ausrede. Der Staat sollte machen. Nein, der Staat muss gar nicht machen. Wir müssen machen. Wir müssen unternehmerisch denken. Wir müssen ausprobieren. Und sorry,
wenn halt von 9 von 10 Mal in die Hose geht, hey, einmal hat es anscheinend funktioniert. Ja? Und das ist das, was man lernen muss. Das muss man wirklich alles durchbringen. Das müssen wir in unserer Unternehmung wieder durchbringen. Wir werden da dazu zum Beispiel Kulturworkshops nächstes Jahr machen, wo es wirklich darum geht, wieder zurückdenken. Ich bin ein Unternehmer und bin kein Manager. Ich tue also nicht mehr verwalten, sondern ich tue etwas betreiben, ich tue etwas pushen, ich will etwas erfolgreich machen. Und Erfolg bedeutet nicht immer zuerst, als erstes, ich habe eine neue grosse Dollarzahl dorthin, sondern Erfolg bedeutet Akzeptanz. Erfolg bedeutet auch soziale Kompetenz zu haben. Es braucht viel mehr dafür. Und wir wollen dort dran, weil die Unternehmerseite, man kann es stark machen. Weil da können wir unsere Scheiben abschneiden von Asiaten. Die kennen gar nichts. Die gehen zehnmal auf die Schnauze und laufen weiter. Die Amerikaner machen das auch schon seit ewigen Zeiten. Oder? Wer ist am schnellsten aus dieser Subprime-Krise rausgekommen? Der, der die Subprime-Krise im Dorf hineingehauen hat, die Amerikaner. Weil was macht er? Ich bin umgefallen, aufstehen, strählen, weiterlaufen. Ja? Und dann laufe ich halt ganz anders weiter. Und das müssen wir auch lernen. Wir müssen nicht immer probieren, so fokussiert zu sein. Das ist der Grund, warum wir viele Sachen anschauen, außerhalb des klassischen Bankgeschäfts. Und manchmal geht es nur darum, zu verstehen, warum können die so innovativ sein? Warum können die Sachen machen, die wir bei uns immer behindert werden? Einfach lernen, lernen, lernen. Und das ist essentiell. Und ich glaube, in den nächsten 4-5 Jahren wird eine extreme Veränderung stattfinden bei uns. Und entweder können wir die mitsuchen, dann sind wir auch weiterhin erfolgreich, oder sonst werden wir ein Problem bekommen. Wir müssen in dem Strom dabei sein. Es geht nicht darum, an einer Hype oder an einer Blase anzurennen, so wie wir eine Dotcom-Blase hatten, weil es, finde ich, Thema hat viel solche ähnliche Tendenzen in den letzten paar Jahren gehabt, sondern es geht darum, wieder unternehmerisch zu denken. Da geht es nicht um ein einzelnes Produkt, sondern Organisatoren und Kulturen wieder dort anzubringen. Und ich glaube, das ist effektiv wichtig und da haben wir auch eine grosse Chance, weil wir als reife Organisation schon kulturell ganz anders sind, dank unseren 300 Banken draussen. Alles, was ich digitalisieren kann, kann andere auch machen. In Digitalisierung können Sie nie über Digitalisierung selber sich differenzieren. Sie ein Stück Software schreiben und Digitalisierung ist nicht anders als ein Stück Software, kann irgendein anderer genau das gleiche Stück Software schreiben. Wenn Sie es dann noch einkaufen, kann er es sogar einkaufen. Denn es gibt in der digitalen Welt gibt es keine Grenzen mehr, in dem Sinne, die verschwinden. Wir probieren zwar einen Protektionismus zu machen, aber den werden wir nicht können aufrechterhalten. Sie können natürlich aus der Schweiz aus einer Webseite in UK ansteuern. Und wenn Sie dort das Konto günstiger machen oder gar gratis machen und nichts zahlen für einen Bankomatbezug, wenn Sie ins Ausland gehen und, dann nachher nimmt man Ihnen das Geschäft weg. Und das ist natürlich etwas, das nicht disruptiv ist im Sinn von der Fintech ist disruptiv zu mir, sondern ein anderes Bankinstitut ist disruptiv zu mir. Also irgendein deutsches Bankinstitut. Der kann dann sogar noch Deutsch reden mit meinen Kunden. Also hat da keine Sprachbarriere. Oder? Und das Welschland wird dann halt von einem Franzosen angegriffen. Und Italien Tessin von italienischen Banken. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin ersetzbar. Ja? Und in einer digitalen Welt bin ich noch ersetzbarer. Ja? Weil am Schluss nicht mehr Arbeitskraft gebraucht wird, also viele Leute gebraucht werden, sondern nur noch Know-how. Know-how können Sie mit wenig Leuten machen und das Know-how extrem kopierbar ist. Und das ist die grösste Problematik, die ich sehe. Und da müssen wir aufpassen. Wir haben Branchen, die haben das erlebt. Oder? Eine Reisebranche wird heute einen grossen Teil aus dem Ausland gemacht und nicht mehr aus der Schweiz. Bücher, fast nicht mehr aus der Schweiz. Ein paar wenige Buchhandlungen in der Schweiz, die wirklich operieren. Es wird immer mehr. Solche Branchen haben das müssen erleben. Und das sind sogar Branchen, die ein physisches Gut zum Teil gemacht haben und sie sind substituiert worden aus dem Ausland. Es ist nicht einmal so, dass ich mich dort schützen kann. Ich bin ersetzbar. Und gegen das muss ich mir überlegen, wie ich mit dem umgehe. Warum soll mich der Kunde nicht ersetzen? Warum bin ich besser? Ich kann mit physischen Elementen schaffen, wo ich meine digitale Welt ergänze. Oder ich muss halt immer einen halben Schritt vor der anderen sein und antizipieren können, was ist das Nächste, was gefordert wird von meinen Kunden. Und man darf nicht den Glauben haben, die Kunden sind nicht so schnell digital. Es kann keiner schnell gehen. Es braucht nur einen, der etwas bringt, das unerwartet ist. Und es geht nicht einmal darum, dass er günstiger ist, sondern man muss nur etwas Unerwartetes bringen. Und ganze Branchen sind auf einmal in einem Problem. Das ist auch eine Gefahr für das Banking. Weil als Bank, Entschuldigung, das Produkt, das wir haben,
sind so trivial. Wenn Sie haben auf der Passivseite irgendwelche Kontoprodukte, der Kunde bringt Geld und deponiert es bei uns. Auf der Aktivseite braucht der Kunde Geld holen gegen Sicherheit. Und eins, unsere einzige Intelligenz zwischen denen ist der Risikotransfer. Viel, viel mehr ist es nicht. Und wenn es andere gibt, die den Risikotransfer auch machen können, dann sind wir weg vom Fenster. Aber Gelder entgegennehmen und Gelder ausleihen per se, das können schon andere. Das sieht man ja auch, was passiert. Oder? Mit den Angeboten, die kommen, die überhaupt nicht mehr banknäher sind. Die Disruption findet aber lustigerweise nicht von der Fintech statt, sondern von Banken oder Finanzinstituten, die, wie soll man sagen, mutiger sind und einfach mal probieren. Es gibt relativ wenige andere. Und die grösste Gefahr geht dann davon aus, wenn auf einmal andere Firmen zu Banken werden. Mit das Risiko haben wir noch. Oder? Das sehen wir mit so Produkten wie PayPal, die im Markt draussen sind, wo im Zahlungsverkehr in gewissen Ländern schön langsam Leader wird. Oder? Das sehen wir mit Diskussionen über Apple Pay, wo zwar immer noch eine Bankkreditkarte dahinter ist. Und man immer noch sagen, ja, wir Banken haben ja da immer noch einen Einfluss, aber vielleicht ist es mal morgen eben auch keine Bankkreditkarte mehr. Vielleicht braucht er aber gar keine Kreditkarte mehr. Oder? Und dann gibt es eine absolute Disruption. Dann gibt es auf einmal einen neuen, komplett neuen Bereich, wo Konsumgüter oder Dienstleistungsunternehmen anfangen, als Banken fungieren. Die werden sich sogar eine Banklizenz zuziehen. Das sind ganz normale Banken. Nur werden sie uns Kundschaft wegnehmen. Und die werden operieren, indem sie nur einen Teil machen. Der eine nimmt nur Geld entgegen und der andere darf es nur ausnehmen. Im letzten Herbst haben wir einen Workshop gemacht mit der Geschäftsleitung, wo wir mal angegangen sind und gesagt haben, was gibt es denn alles, was uns beschäftigen in nächster Zeit von den Themen her? Wir haben mit einem externen Beratungsinstitut 70 Themen und etwa 10 Thesen genommen, haben die aufgestellt und gesagt, glauben wir, ob uns diese Themen und Thesen wirklich betreffen. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, nein, wir haben das alles im Griff, wir machen weiterhin unser Geschäft, läuft ja super und so. Und auf dem Anfang haben wir gesagt, hey, das sind eigentlich ganz kleine Schnitzli, wo da überall irgendwo einer noch ein bisschen reinstehen kann. Und das Schlimme ist, am Schluss lässt er uns die Arbeit und das Risiko und er fängt an, die Wertschöpfung abzügeln. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen unsere Kundenschnittstelle schützen. Bis dahin haben wir gesagt, ja, das ist kein Problem. Wir können mit Twint zusammenarbeiten. Bis wir haben gemerkt, Moment mal, wenn wir mit Twint zusammenarbeiten würden, dann würden wir ja die Kundenschnittstelle abgeben. Mit Payment können wir die Kundenschnittstelle behalten. Jetzt haben wir angefangen, neu zu überlegen. Also bei jeder Entscheidung haben wir angefangen, zu überlegen, wo ist die Kundenschnittstelle, wem gehört sie, wer beleidigt sie. Wir müssen sie belegen. Wir müssen aufhören, etwas herzugeben. Das hat dazu geführt, dass wir gewisse Entscheidungen revidiert haben in diesem Moment. Das nächste Thema war, ja, glauben wir denn daran, dass das Ausland in die Schweiz kommt? Das ist nicht immer so, der Schweizer Markt ist geschützt, ist alles super. Oder? In der Zwischenzeit gibt es 5 ausländische Banken, die offiziell in der Schweiz ihre Produkte verkaufen. Aber da sind sie irgendwo in Deutschland oder in der UK. Haben. Wir haben im Anlagebereich oft mal Advisor, die in die Schweiz hineinkommen. Oder? Aus Holland. Die kommen in die Schweiz, indem sie einfach eine Medienmitteilung schalten. Hey Schweiz, wir sind da. Und wir müssen lernen, wie gehen wir mit denen um? Reden wir mit denen? Oder schauen wir die als Böse an, also als völliges Feindbild? Also wir gehen in einen direkten Abwehrkampf hineingehen. Versuchen wir zu kooperieren mit ihnen? Oder versuchen wir sie zu kopieren? Dass wir im Inland das Gleiche können anbieten können, wie die aus dem Ausland anbieten. Und so damit ihre Eintrittshürde zu erschweren. Wie wir mit dem Brand können operieren dahinter, muss ich nicht haben. Und natürlich immer mit dem Trust, den sie im Brand Raiffeisen haben, können sie operieren und mit dem zu schützen. Da müssen sie aber aufpassen, dass sie nicht alles machen unter dem Brand Raiffeisen. Wenn es zu komplex oder zu risikobehaftet ist, dann müssen sie schauen, ob sie das zuerst unter einem anderen Brand machen können. Zum einmal ausprobieren, kann ich überhaupt Fuß fassen, damit sie einen Brand nicht anfangen, untergraben mit so etwas. Aber das ist natürlich dann eine Frage von der Priorisierung und von der Sicherstellung, dass das Risiko gegenüber dem Brand nicht zu groß wird. Digitalisierung bedeutet nicht, dass ich Kosten einspare. Tendenziell bedeutet es einfach, ich kaufe mal 2 Vertriebswege. Ich habe meine klassischen Vertriebswege, die physische Elemente drin haben. Sei das, ich habe eine Filiale oder einen Laden. Ich habe Telefon verkaufen, wo immer noch eine gewisse Physikalität. Das ist für mich nicht digital, weil ein Mensch dort sind. Und jetzt habe ich mal digitale Kanäle. Sei das, ja, das ist viel günstiger. Ja, ist es wirklich günstiger? Kann ich meine Kosten auf der Gegenseite abfahren? Meine Erfahrung ist, nein. Ich muss schauen, dass ich digital und physisch, also die analogen Kanäle, so verbinden miteinander,
dass ich zumindest ein Kostensharing anbringe an gewissen Orten. Aber ich werde immer doppelte Kosten haben, die anfangen zu laufen. Und da müssen wir aufpassen. Und da müssen die Unternehmer aber lernen, dass sie deswegen nicht alles abbrechen. So nach dem Motto, das ist ein schlechter Business Case, weil ich doppelte Kosten habe. Sondern sich überlegen, ja, was kann ich machen, um den Business Case besser zu machen? Wie bringe ich es über Synergieeffekte zwischen analog und digital an? Oder wie bringe ich es an, meine Kosten kontrollierbarer zu machen, indem ich Kooperationen eingehe? Oder indem ich Services anfange, einkaufe und nicht alles immer selber baue? Sondern Service einkaufe, wo ich dann kostentransparent sage, wenn ich den Service nutze, kostet es 10 Franken, wenn ich ihn nicht nutze, kostet es mir nichts. Also das Risiko von der Nutzung an einen Dritten kann exportieren in dem Sinn. Start-up-Unternehmer müssen auch von dieser Wolke oben herkommen, dass sie glauben, dass sie die grossen Millionäre von der Zukunft sind, gerade als erstes. Das hat etwas damit zu tun, dass man natürlich aus den USA immer die Superstories gehört, oder? Wo Millionäre und Milliardäre en masse entstehen. Wenn man die Realität anschaut, die Jungs sind nur Millionäre und Milliardäre in Form von Aktien, wo es dann immer sehr fraglich ist, ob sie denn so viel wert wären am Tag X, wo sie es verkaufen müssen. Sondern sie müssen zurückkommen und ihre Idee behalten und die Idee fokussiert behalten. Und nicht schon zuerst über Geld reden. Fokussieren auf die Idee. Die Idee unersetzbar machen. Und nicht die Firma. Die Idee. Ja. Die Firma ist etwas, das du brauchst, um operativ tätig zu sein. Die Firma ist nicht das essentielle Element, um deine Idee zu entwickeln. Für deine Idee zu entwickeln brauchst du die richtigen Partner, die dir helfen können. Und auch dort die Idee verkaufen wir am Schluss, nicht die Firma. Ja. Die Firma ist nur ein Mantel, der die Idee umschließt, damit man sich kommerzialisieren kann. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch den Mut mehr fördern. Und dazu sind so Programme wie ein Kickstarter Accelerator gut, dass man Plattformen bietet, wo sich die Leute einfach mal bewerben können. Dass man über 1000 Bewerbungen für die 30 Plätze. Ja. Überall her. Und auch mal, wenn man das Feedback bekommt, hey, deine Idee ist nicht gut, aus diesen und diesen Gründen. Dann heisst das noch nicht, dass man aufhören muss, sondern man muss vielleicht überlegen, was muss ich an meiner Idee ändern, schärfen, besser machen? Wo muss ich vielleicht da zurückstecken mit meiner Idee? Wenn sie zu weltbewegend ist oder zu kompliziert oder zu breit aufgesetzt ist. Und dann wieder probieren. Es gibt solche, die haben ihre Ideen in x Accelerator-Programm eingegeben und haben sie immer verbessert mit jedem Mal. Und jetzt sind sie mal auf Zürich in der EWZ im Sellnau. Weil jetzt ist die Idee parat. Und das ist einfach machen, machen, machen. Und wenn einmal eine nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Ein kreativer Kopf hat der zweite und der dritte und der vierte. Dann die probieren. Und manchmal eine Idee an einem Ort machen, wo man gar keine Expertise hat. Also nicht als Banker das Gefühl, ja, ich bin jetzt der Fintech-Man. Oder einer aus der Food-Szene, ja, ich kann nur Foodtech machen. Das glaube ich nicht. Wenn jemand kreativ ist, kann er ausbrechen aus dieser Industrie oder aus dem Dienstleistungssektor, wo er drin ist. Vielleicht hat er auch Ideen, die in diesem Bereich erfolgreich waren oder eben gerade nicht gegangen sind. Und die kann man sich mal ausprobieren in einem ganz anderen Bereich. Vielleicht ist dort die Zeit reif für meine Idee, wo sie da noch nicht war. Der Schweizer hat einen gewissen Perfektionismus-Anspruch. Und ich will eigentlich etwas Gutes bringen. Etwas, das schon fast perfekt ist. Und das steht mir ein bisschen im Weg. Das sieht man auch. Fast alle Start-ups sind multikulturell. Die Leute aus anderen Kulturkreisen zusammen mit Schweizer. Das ist das, was meistens auch am besten funktioniert. Weil der Schweizer kann dann die Brücke schlagen zur Schweizer Wirtschaft, rein kulturell und auch sprachlich manchmal, oder? Wo ein Kollege, der aus Asien kommt, nicht funktioniert. Oder? Aber umgekehrt ist der Asiate Kreative oder der Amerikaner oder einer aus Tschechien oder wo er auch immer herkommt. Oder? Also ich glaube, mit der Schweizer Start-up-Szene erfolgreich ist, braucht sie gewisse kulturelle Einflüsse von außen. Der Mix wird zum Schluss ausmachen. Das sehen wir ja auch in anderen Branchen. Oder? Es ist immer so, dass man am Schluss, wenn man erfolgreich sein will, nicht ein einmaliges kulturelles Thema ist. Das ist relativ gleich vorbei. Weil die Schweiz ist auch ein Land, das sich kulturell verändert im Moment. Oder? Ich meine, wir haben Migrationsströme, die wir auch brauchen. Und die führen auch dazu, dass wir unsere Kultur ändern müssen. Das ist manchmal muss man sich dann halt ein bisschen zwicken, damit man da drüber hineinspringen kann. Und das ist auch wichtig, dass es Strukturen gibt, die einem helfen, darüber hineinschupfen, über diese Kulturgrenzen. Und da wären zum Beispiel die Universitäten auch nochmal gefordert. So ein bisschen den Ging gehen, gang jetzt, probier jetzt. Und wir als Industrie und als Arbeitgeber müssen dort auch eine Chance geben.
Das müssen wir auch nach innen schaffen. Wir sind im Moment dran zu diskutieren, ob wir eine sogenannte Innovationsfreiheit schaffen sollen. Das heisst, Leute, die eine Idee haben und wir die Idee können nachvollziehen und gut finden, dass wir eine gewisse Zeit Freiheit geben, wo sie gezahlt sind, um die Idee an einen gewissen Punkt anzubringen, sodass wir eigentlich Start-ups in die Unternehmen erlauben können. Das ist noch eine grosse Diskussion, weil das kostet natürlich Geld, wenn sie Leute für 4 oder 8 Wochen freistellen wollen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das nächste werden haben, sodass Leute aus der Unternehmung, das kann von einer Raiffeisenbank sein, im Wallis, und eine Idee hat, dass sie dem helfen, die Chance zu packen und ihm eigentlich ein Start-up-Environment zur Verfügung stellen. Also wir werden zum Beispiel im Kickstarter nächstes Jahr mindestens einen Slot für uns beanspruchen, dass wir das Team von uns reintun können. Jetzt in der Schweiz haben sie die Kultur nicht, die Aufbruchstimmungskultur, die sie bei den Angelsachsen haben, die haben sie nicht. Die Angelsachsen sind sich das schon jeher gewöhnt. Sie waren immer in Aufbruchstimmung. Also meine, Amerika hat im Schnitt alle 10 Jahre eine Aufbruchstimmung. Also angefangen bei einem Goldrausch irgendwann, jetzt rennen wir alle drüber und fangen an Gold zu schürfen. Oder? Dann hat man Gold geschürft, irgendwann ist die Branche zusammengehalten. Dann das nächste war eine Ölbranche, die entstanden ist, oder? Wo gewachsen ist wie verrückt. Oder? Und nachher auf das Mal von irgendwelchen arabischen Ländern völlig aus dem Markt geschmissen worden ist wegen den Preisen. Oder? Dann aber wieder aufgeblüht ist mit Fracking, ob das gut oder schlecht ist bei Kohle. Aber die Amerikaner haben das gemacht. Das sind immer Aufbruchstimmen. So sind sie aus der letzten Krise rausgekommen. Ja, sie sind einfach aufgebrochen. Ich lasse alles zurück und fange neu an. Und diese Kultur hast du in der Schweiz nicht. Und dazu hat man fest geschützte kulturelle Communities. Angefangen bei der Familie. Die bei uns immer noch sehr eng und geschützt ist. Auch wenn man nicht mehr zusammen unter dem gleichen Tag lebt, aber man probiert, die Familie zu schützen. Das ist dort nicht mehr relevant. Man ist zum Haus aus, man ist selbstständig. Das nächste ist Gemeinden oder Regionen, die bei uns extrem viel leisten. Von einer Gemeinde oder von einer Community in den USA müssen sie gar nicht erwarten. Aber wirklich gar nicht. Ne? Außer irgendwelche kurligen Vorschriften, die niemand versteht und von Ort zu Ort oder County zu County anders sind. Oder? Wo es aber auch darum geht, können Steuern zu generieren bzw. Gebühren zu generieren, weil es keine Steuern darf nicht. Aber ich glaube, das ist ein Kulturwechsel und der braucht Zeit. Und dem, aber damit man den stattfinden, braucht es Migration. Weil du brauchst Leute, die Kultur im Herzen trägt und kommt mit dem und sagt, jawohl, ich habe das. Oder? Und den Schweizer damit animieren. Oder? Und ich glaube, diese Chance haben wir. Und wir müssen mehr schauen, dass unsere Leute ins Ausland gehen. Umgekehrt auch wieder Freude haben, in die Schweiz zurückzukommen, weil gewisse Strukturen da sind, die man im Ausland nie nicht findet. Oder? Aber man muss lernen, Kulturen nicht als, wie soll ich sagen, als etwas, wo wir Angst manchmal wahrnehmen, sondern Kulturen offen entgegen. Das ist eine riesige Chance. Oder? Ob ich dann die Chance in der Schweiz auslebe oder im Ausland auslebe, spielt noch gar keine Rolle. Aber ich schaffe es, dass die Schweiz davon profitiert. Weil gleich, wo ich bin, will ich mir die Kultur dort hinbringen und wir kulturelle Elemente zurückbringen. Und das ist unsere Chance. Und da müssen wir als Staat daran arbeiten. Und da werden wir logischerweise immer Exponenten, die einer anderen Meinung sind. Aber das spielt keine Rolle, wenn man diskutiert. Es gibt immer solche, die andere Meinung sind. Ich sage das immer mit denen. Es gibt bei uns in der Unternehmung Leute, denen kann ich einen Goldbarren schenken und sagen, schau, da hast du einen 12,5 Kilo Barren. Und die erste Antwort ist, der hat einen Kratz. Das ist so mein Beispiel dafür. Die gibt es einfach. Wir haben natürlich andere Kulturen, die das eben genau so leben. Die Digitalisierung ist sofort aufgenommen worden. Das ist sofort das DNA-Element. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Das ist einfach Technologie. Ich nutze noch ein bisschen Technologie, aber ich probiere einfach. Oder? Und das schwappt jetzt halt bei uns hin. Und wir können keinen Haag machen an Grenzen, die das verhindern. Oder? Und darum ist jetzt im Moment der Faktor Zeit ein grosses Thema. Und ich glaube, den Faktor Zeit den müssen wir nutzen, indem wir etwas machen. Wir müssen nicht jetzt in jeden Hype hineinrennen. Das braucht es überhaupt nicht, weil wir haben gewisse Stärken, die wir im Finanzplatz haben, die andere nicht haben. Wir haben ein extrem grosses Know-how. Wir haben Strukturen, die alles erlauben. Aber wir müssen das mehr aus einer Finanzplatzoptik angehen und weniger aus einer Einzelinstitutsoptik. Weil gegen Einfluss von der Digitalisierung aus dem Ausland kann nicht ich mich als Raiffeisen schützen. Kann ich nicht. Da können wir uns als Finanzplatz schützen. Einerseits protektionistisch, indem wir sagen, die Regulator machen eine grosse Hürde dran. Die müssen eine Monsterbankenlizenz haben. Das bringt aber nichts, weil da ist vielleicht ein paar Monate Zeit gewesen. Aber andererseits, dass wir die eben wirklich mit offenen Armen empfangen und die Digitalisierung in die Schweiz in den stattfinden lassen. Und da müssen wir daran arbeiten. Und ich glaube, da ist ein Kulturwandel da, und zwar bei allen. Auch in allen Industrien ist der Wandel da. Weil die Schweiz ist ja eigentlich lustigerweise auch fähig, schnell zu reagieren.
Wir haben gesehen, wie schnell dass wir unsere Exportindustrie von gewissen europäischen Ländern nach Asien oder nach Amerika schwanken kann, weil die Europäer nicht mehr einkaufen bei uns aus Währungsgründen heraus. Und der Witz ist, wir können das eigentlich. Aber wir glauben nicht daran manchmal. Ich finde das immer schlimm, wenn dann in der Presse steht, ja, jetzt ist der Euro 1,06, die Welt geht unter in der Schweiz. Die Welt geht deswegen nicht unter. Wir müssen uns halt überlegen, warum sollte der andere jetzt gleich in der Schweiz einkaufen? Oder warum sollte der andere jetzt die Bankdienstleistung gleich in der Schweiz beziehen? Was ist denn der Grund dafür? Ist es nur der Preis? Sehr oft ist es eben nicht nur der Preis. Sehr oft hat es schon auch etwas mit Trust und Quality zu tun. Und das ist unsere Chance. Das Lustige ist, trotz allen Themen mit Schweizer Banken in den USA, der Trust, wenn es um Financial geht, in einer Schweizer Bank, ist immer noch viel höher als in einer US-Bank in Amerika. Also nutzen wir doch den. Und das ist unsere Chance. Und ich glaube, wir als Schweiz packen das. Oder? Wir müssen noch ein weniger Jahre machen, dann kommt es gut. Ich glaube, dass alle Banken in Bewegung gekommen sind. Das sehen wir auch in den Verbänden, die wir drin sind. Oder meine, auch eine Bankiervereinigung hat jetzt eine Expertengruppe Fintech. Die Economy Suisse hat eine Expertengruppe Fintech. SECO wird jetzt eine Expertengruppe. Es hat jetzt viele Expertengruppen, wir probieren jetzt zu konsultieren. Aber man hat den Pitch aufgenommen. Da ist etwas, wir müssen uns darum kümmern. Wir sind jetzt als Banken daran, dass wir Strukturen schaffen. Oder? Unsere Kollegen von der Grossen haben die Strukturen tendenziell im Ausland geschaffen, mit ihren Labs in UK oder in den USA. Wir versuchen jetzt das in der Schweiz zu machen, auch mit Partnerschaften, wo jetzt auch die Grossen wieder zurückkommen. Sei das mit Digital Zürich 2025, mit FC bei den SIX, mit anderen Themen, die jetzt aufstehen. Und wir holen jetzt das. Und ich glaube, wir brauchen jetzt noch etwa ein Jahr. Und dann ist die Schweiz genauso fähig, ein Fintech-Startup-Hub zu sein, wie alle anderen Punkte in der Schweiz. Wir werden ja sehen, UK wird Fintech verlieren. Rein aus der Brexit-Problematik raus. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die nicht alle nach Berlin säckeln, sondern dass wir die in die Schweiz helfen können. Wir sehen auch gewisse Sättigung zum Thema Fintech in den USA, im Silicon Valley. Ist Fintech nicht mehr das Thema Nummer eins. Man fängt sich jetzt wieder wegbewegen an. Das ist Food im Moment ein grausames, grosses Thema, das wächst. In Asien ist Fintech noch nicht so weit wie die USA, aber die werden jetzt in die USA reinholen. Und dort ist es auch wieder so, Singapur ist ja auch ein Standard von uns Schweizer Banken. Wir haben viele, die dort sind. Oder? Vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen umdenken und probieren, Fintech Know-how aus der Schweiz dort anzubringen und umgekehrt zurück in die Schweiz hinein. Das ist die Chance, die wir haben mit unseren Kollegen, die international tätig sind. Aber ich sage, wir haben Strukturen, wir haben alles, was da ist, jetzt müssen wir es einfach machen. Und wir müssen aufhören, protektionistisch zu sein. Mit dem verhindern wir es wieder. Ich glaube, die Chance haben wir jetzt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir kooperativ denken und nicht Konkurrenz denken. Ich glaube, für viele von diesen Ideen ist die Schweiz manchmal zu klein, wenn man nur mit einer einzelnen Bank zusammenarbeitet oder mit einem einzelnen Partner arbeitet, sondern nur über Kooperation funktioniert es. Und die Kooperation braucht es über alle Ebenen. Es muss eine Kooperation sein zwischen den Fintechs und den Banken, aber es muss eine Kooperation sein, wo der Staat darin involviert ist. Dass er Strukturen schafft oder dass er ein regulatorisches Umfeld schafft für das. Und dass er manchmal vielleicht sich auf die Zähne beißt und die Regulation einlädt für eine gewisse Zeit. Weil ich bin immer ein Gegner von so Zwischenlösungen im regulatorischen Umfeld. Wir machen jetzt eine Bankenlizenz light für die Fintechs. Sage ich mir immer, ja, ist denn wirklich das Problem die Bankenlizenz, die wir hier haben? Ja? Also wir müssen viel einfacher werden. Und am Schluss ist Kooperation das essentielle Element. Und das hat uns immer stark gemacht und das wird uns in Zukunft stark machen. Und da müssen gewisse noch ein bisschen die Ellenbögen wieder einfahren und wieder in den Kreis zurückkommen. Und das funktioniert sicher.